Willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Heute besuchen wir eine magische Zaubershow. Und falls ihr neu seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und let's go! Alrighty, oh, wir sind jetzt hier auf diesem wunderbaren Parkplatz und steigen, denke ich mal, in diesen Bus ein. Okay, wir sind hier zusammen mit vielen anderen Mitstreitern, machen uns auf den Weg zu, ich denke, der Show unseres Lebens. Wir sind dann so im Lagerfeuer. Okay. Hat ein bisschen gruselige Vibes, muss ich sagen, das Ganze. Aber eigentlich ist es ja nur eine Zaubershow. Das Buch wurde verbrannt. Es ist vorbei. Ich kann es nicht glauben, dass ich endlich frei bin. Vielleicht sollte ich jetzt meine Familie suchen. Hä? Huh? Was passiert hier? Damn, die haben hier richtig Cutscenes drin. Guckt euch das mal an. 10 Uhr morgens. Okay, das war unsere Vorgeschichte von 11 Uhr abends am Tag davor. Es ist 10 Uhr morgens. Wir sind hier auf einem Trip. Ich nehme an, das sind meine Mom und mein Dad. Wir sind in 3 Tagen wieder zurück. Vergiss nicht, Larry zu füttern. Kümmer dich ums Haus und iss was. Keine Sorge, wir sind keine Kinder mehr. Wir kennen uns aus. Und seid vorsichtig, lasst keine Fremden ins Haus. Okay, meine Eltern fahren weg in den Urlaub. Ich bin allein zu Hause, zusammen mit meinen, ich nehme an, 6 Geschwistern, mit denen ich hier spiele. Mama und Papa sind auf einen Ausflug gegangen. Das heißt, wir haben für 3 Tage das Haus für uns allein. Hier ist ein süßes Bild von der Ente. Ich brauche einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Da ist ein Schlüsselfragment. Ich nehme an, das kann ich hier zu einem Schlüssel forgen, wenn ich 3 davon finde. Das heißt, Schaufel. Okay, sick. Wir brauchen noch 2 Schlüsselfragmente. Ich habe keine Ahnung, ob meine Mitstreiter hier schon welche gefunden haben. Weiter Cash. Nehme ich mit. Im Kühlschrank ist sicher ein Schlüssel, oder? Nein, aber Käse. Kann ich auch nehmen. Geh mal rüber. Bin mir sicher. Was ist das? 100% kostenlose Autogramme. Ich nehme an, das kann man sich nicht entgehen lassen. Es wird spät. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen Fußball spielen? Okay. Ich und meine Brüder wollen Fußball spielen. Nein, tut mir leid. Ich muss hier gerade ein Autogramm sammeln. Hallo, möchtest du ein Autogramm? Wer bist du? Was? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Beste. Okay, ich habe zwar gesagt, nein, ich will nicht mit meinen Brüdern Fußball spielen, aber ist okay. Wir sind jetzt hier auf dem Bolzplatz. Ich möchte jetzt aber weiter Schlüsselfragmente suchen. Die anderen scheinen den Ernst der Lage nicht zu kennen. Wir haben hier eine verschlossene Tür in unserem Haus. Unsere Eltern haben irgendwo einen Schlüssel versteckt und die sind nicht interessiert. Treasure Map. Okay, ich habe so viel zu tun. Finde das X auf der Minimap, während du... das sind die anderen Spieler. Es wird spät. Ja, es ist schon 5 Uhr nachmittags. Ich dachte, wir gehen nur auf eine Zaubershow, aber scheinbar ist es hier ein ganzes Adventure. Sieht aus, als ob eine Zaubershow draußen stattfindet. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hier ist das Spielhaus. Wo ist denn die Zaubershow? Hier, erstmal kann ich hier nochmal Geld einsammeln. Aber das ist ein Schlüsselfragment. Yes, bitte. Interact. Gib mir das Schlüsselfragment. Yes, let's go. Das ist schon mein 2. Hab ich jetzt? Okay, ich hab's jetzt gekriegt. Ich nehme an, das 3. ist da, wo die Schatzkarte das X hinmacht. Das wäre meine Logik. Wir haben Vollmond. Das sieht spooky aus. Perfekte Stimmung für eine gute Zaubershow, die nämlich stattfindet beim... Herzlich willkommen allerseits. Das wird die beste Zaubershow eures Lebens. Kann ich bitte ein bisschen Applaus kriegen? Ethan ist grummelig. Ich glaube, keiner hat ihm applaudiert. Ach, was auch immer. Stimmung hat gewechselt. Lass uns mit der Show anfangen. Wie wär's mit ein bisschen Feuerwerk? Okay, ich liebe Feuerwerk. Let's go. Hat es voll schön gemacht? Das ist voll cute. Falls ihr das auch mal spielen wollt, das heißt Magic Show 2. Ich habe das wahrscheinlich in den Text oder sowas stehen. Dann könnt ihr das auch mal spielen. Das ist richtig cute. Alles klar, mein erster Trick. Dafür bräuchte ich einen Freiwilligen. Ich will Freiwilliger sein. Was ist mit dir? 1, 2, 3, 4, 5, Max, 5, 3, 4, 3, 2, 1. Ein Moment. Ich habe das Gefühl, hier kommt was. Was, Ethan? Was? Ethan? War das Teil des Tricks? Ach. Was? Was ist gerade passiert? Oh mein Gott, hier brennt's. Kann ihm jemand mal helfen? Hallo, die Bühne brennt. Der ist ohnmächtig. Eine Person? Oh, stimmt, das ist gar nicht Ethan, das ist ein anderer. Das ist der, den wir gestern Abend gesehen haben. Okay, wie auch immer. Wer ist dieser Typ? Okay, der liegt jetzt scheinbar bei uns auf dem Sofa. Wir haben den mit zu uns nach Hause genommen. Papa hat gesagt, dass wir keine Fremden ins Haus lassen sollen. Ha, ist auch wieder wahr. Ich bin so schnell teleportiert. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? War der teleportiert? Scheinbar ja, er hat was kaputt gemacht. Die ganze Bühne brennt. Oh nein, Ethan ist richtig traurig. Meine Show. Nee. Alles gut. Wer bist du eigentlich?
Ich erinnere mich nicht. Ich habe meinen Kopf wirklich, wirklich doll gestoßen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich Magie benutzen kann. Und ich war im Kämpfen mit einem Dämon? Okay, Dämon, schalt den Fernseher ein. Live Breaking News. Schattenkreaturen sind überall auf der Welt am Auftauchen gerade. Die Polizei versucht sich, um die Situation zu kümmern. Oh mein Gott, die sehen richtig scary aus. Und sie untersuchen gerade, wo diese Monster herkommen. Okay, es ist empfohlen, dass jeder zu Hause bleibt, bis die Polizei weitere Befehle gibt. Klasse, richtig beruhigend. Was passiert hier? Ich habe ein Buch verbrannt und ein Dämon ist frei geworden. Und jetzt wird jeder zu Monstern? Es gibt nur eine Sache, nach der ich fragen möchte. Ich truste ihm nicht. Nein. Der hat gerade dafür gesorgt, dass unsere ganze Stadt von Dämonen überrannt wird. Oh mein Gott, meine Teammates! Ja, du kannst hier so lange bleiben, wie du möchtest. Ah nee, never mind. Du kannst hier für eine Nacht bleiben. Tag 2. Dankeschön, dass ich die Nacht hier bleiben durfte. Ich habe eine Cola für euch alle gekauft. Was für ein komisches Wetter. Oh, warte, warte, da ist ein Fragezeichen. Lass uns gucken, wie die Nachrichten sind. Ah ja, stimmt. Wahrscheinlich wegen den Dämonen. Ist vielleicht gar nicht so schlau, dass ich hier alleine draußen rumrenne. Der Fernseher ist jetzt kaputt. Wir kriegen nur noch Statik. Es funktioniert nicht. Ich denke, wir sollten lieber zu Hause bleiben den restlichen Tag. Ja, Lucario, ich stimme dir zwar zu, aber ich habe hier gerade einen Geheimgang gefunden durch diesen Gullideckel. Okay, dann halt nicht. Eine Stunde ist vergangen, jeder ist verschwunden. Was ist passiert? Warte, warte, es sieht aus, als ob jemand draußen ist. Warte, das ist Ethan. Der ist wieder bei seiner Zaubershow. Ethan? Oh oh. Alles in Ordnung? So viele Monate, um die Show vorzubereiten. So viel Zeit, die ich verbraucht habe, um zu üben. Für nichts. Zum Glück, die wahre Show fängt gerade erst an. Oh oh. Okay, alle Mann, zurück. Marsch, marsch. Oh mein Gott, nein, 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 der verwandelt sich. Der schwebt in irgendeiner schwarzen Blase. Das ist nicht gut. Der macht hier kleine Bomben. Okay, okay. Oh, verdammt. Okay. Oh mein Gott. Okay. Ich möchte hier möglichst keinen Damage kriegen. Ich glaube, ich gehe einfach wieder rein. Oh, versucht immer noch seine Katze. Vielleicht kann er sich zurückverwandeln. Vielleicht vermisst er einfach nur seine Katze. Ich würde es verstehen. Kein Ding, Ethan. Oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Greif den Schattenklon an. Wie greife ich den Schattenklon an? Oh, wahrscheinlich mit meiner Schaufel. Hier. Max und ich, wir sind hier dabei. Machen wir dem Damage? Die Antwort lautet nein. Da wir Ethan noch nicht angreifen, wir greifen nur den Schattenklon. Oh mein Gott. Macht der uns Damage? Ja. Wir haben ihn zerstört aber. Okay, der hat ein bisschen Schaden gekriegt. Das heißt, wir warten jetzt einfach, bis der nächste Schattenklon kommt. Hauen den und hoffen, dass es hier alles bald ein Ende nimmt. Wie viele Mitspieler habe ich denn noch? Oh mein Gott, der wirft hier mit Sachen. Ich habe noch 2 Mitspieler. Der Rest ist schon gestorben. Wie cool. Das ist überhaupt gar kein beunruhigendes Zeichen hier. Ich weiß immer noch nicht, wie ich in den geheimen Keller von unseren Eltern komme. Was gefühlt eigentlich... Okay. Schattenklon angreifen. Kein Ding. Wir sind dabei. Lucario hat scheinbar kein Interesse, uns hier mitzuhelfen. Aber es ist okay. Ist okay, Lucario. Kein Ding. Please help. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Nummer 2. Also so wie es aussieht, brauchen wir 5, 6 von den Dingern. Damit wir hier Ethan genug Schaden machen. Okay, Schattenklon. Hier sind wir wieder. Ich hoffe, ich kriege nicht zu viel Schaden, aber es geht. Ich bin noch auf 88 Leben und ich habe noch ein Stück Käse. Okay, okay. Nächste Verwandlung. Okay, der macht mir nur 2 Schaden, wenn der explodiert. Das ist nicht so viel. Ha, nicht schlecht. Mal gucken, ob du damit umgehen kannst. Das wird was Schlimmeres. Okay, klar. Er bombt. Oh mein Gott, kannst du mal aufhören, mich zu verfolgen? Ethan! What? Au, 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 au. Ich muss rennen, rennen, rennen. Niemals stehen bleiben. Alles verfolgt mich. Okay, okay. Hier ist ein neuer Schattenklon. Kein Ding. Ich hoffe, er greift nebenbei nichts mehr an. Hä? Was hat er denn für eine eklige schwarze Linie, die aus sich rauskommt? Macht er die Schattenklone aus seinem Bauch? Oh, verdammt. Der macht viel Schaden. Okay, kein Ding, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ich bin noch auf 78 Leben. Okay, rennen, rennen, rennen. Schattenklon kommt bestimmt jeden Moment wieder. Da sind wir auch schon. Da ist er. Zack. Okay, Lucario hat das Zeitliche gesegnet. Der ist auch nicht mehr da. Es sind nur noch Max und ich. Wir haben das. Bitte, Max. Bitte stirb nicht. Let's go. Ich sag noch 2 von denen und dann haben wir es. Ich esse mal meinen Käse. Kann ich den essen? Ja. Oh mein Gott, der gibt mir wirklich wenig Leben. Oh mein Gott, ich dachte, der Käse gibt mir mehr. Schattenklon. Max, bitte hilf mir. Max. Oh Gott, Max ist auch nur noch Half-Life. Oh mein Gott, der macht so viel Schaden. Okay, 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 okay. Langsam geht's aber. Hahaha. Da ist der letzte Schattenklon, würde ich sagen. Wenn wir den kriegen, denke ich, haben wir gegen Ethan gewonnen. Zum Glück habe ich die Schaufel aufgehoben. Ohne die Schaufel wäre es ganz schön problematisch hier, das Ganze. Und wir haben's fast geschafft. Okay, okay, er hat noch so ein bisschen Leben. Hey, nimm das, du kleiner, blöder, hässlicher Schattenklon-Dämon oder was auch immer du bist. Wir haben dich, okay? Noch 10 Damage hier, noch 10, da noch 10.
Und dann können wir da... Oh ja, let's go, wir besiegen dich. Was? Ich kann es nicht glauben. Ich wurde besiegt. Ah, macht eigentlich nichts. Ich werde bald zurück sein und dann noch stärker. Okay, cool. Aber tatsächlich gar nicht cool. Max, lass uns für immer drinnen bleiben. Er ist weg. Aber die Frage ist, wie lange? Draußen ist es nicht mehr sicher. Max, ich glaube, draußen ist es schon eine Weile nicht mehr sicher. Seitdem die Polizei gesagt hat, lasst uns nicht rausgehen, weil überall Schattendämonen sind. Okay, okay. Tag 3. Oh, heute kommen meine Eltern zurück. Beziehungsweise, ich glaube, heute sind sie noch weg. Ein weiterer Tag. Ich wünschte, ich könnte Mama und Papa sehen. Mama? Papa? Oh Gott, hat seine Tür geklopft? Nein! Ah, es ist nur der Typ. Okay, Max, was auch immer du votest. Wir lassen den nicht hier rein. Ich konnte nichts machen. Der Dämon, er ist einfach zu stark. Jeder in der Welt verwandelt sich hier in Monster. Ah, klasse. Riecht beruhigend. Ihr seid die einzigen beiden, die noch Menschen sind. Ja, und er halt. Das ist alles deine Schuld. Warum hast du das Buch zerstört? Es tut mir leid. Aber ich habe einen Beschützungszauber über euch gelegt. Wir haben nicht wirklich eine andere Wahl, als dem Typen zu glauben. Ist es so? Wir erklären ihm, was mit Ethan passiert ist. Okay, er ist kein Monster geworden, aber er hat Kräfte gekriegt. Naja, jedenfalls werde ich hier bleiben und dann überlege ich mir einen Plan, wie wir den Dämon stoppen. Okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob ich mich hier in was verrenne. Ich suche nach wie vor meinen Schlüssel. Oh mein Gott, nein, 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 da draußen sind schon... Holy moly! Okay, hier sind überall kleine Schattengestalten. Denn ich möchte über nichts Bescheid wissen. Ich fühle, dass der Dämon kommt. Er ist in unserer Nähe. Klasse, Mr. Zauberer-Guy. Er weiß, wir sind die Letzten, die noch am Leben sind. Wir sollten unsere Wahl treffen. Was sollten wir machen? Zu Hause bleiben, auf den nächsten Tag warten oder den Dämon bekämpfen? Ich würde gerne zu Hause bleiben, wollte ich sagen. Naja gut, wir kämpfen mit dem Dämon. Ich schätze, das ist die einzige Option. 3 Stunden später. Warum? Ich habe nur noch 44 Leben. Okay, der Regen hat aber aufgehört. Ist es was Gutes oder was Schlechtes? Er kann jeden Moment kommen. Seid vorsichtig. Das ist dein Ende. Ach, ganz schön, selbstsicher. Sei vorbereitet, weil wir werden nicht so schnell aufgeben. Nein, 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 nein. Okay, er hat gerade den Magier umgebracht. Er hat hier gerade ein Riesenschwert. Nein! Okay, jetzt. Angriff auf den Dämon, bitte. Steh doch nicht einfach da rum. Oh nein. Das kann nicht das Ende sein. Ohne dich können wir ihn unmöglich bekämpfen. Das ist nicht das Ende. Ich habe meine Kraft in euch transferiert. Bekämpft ihn und gewinnt. Alles klar. Wir haben jetzt hier Powerkräfte. Da oben ist ein Dämon, der uns töten will. Kein Ding. Oh, Scheibenklasse. Okay, er wirft Schwerter. Keine große Sache. Man sieht, wo die kommen. Das ist nicht schlecht. Können wir mit dem kämpfen? Können wir den schlagen? Nein, können wir nicht. Dämon, wo bist du? Oh, wir können da hochgehen. Oh, okay, sick, sick, sick. Okay. Ich zieh dir eins mit meiner Schaufel über. Okay. Au. Oh. Er schubst uns runter. Okay, wir haben ihm jetzt ungefähr gar keinen Schaden gemacht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich sehe das Ganze hier nicht gut ausgehen für uns. Dämon, wir können doch über alles reden, okay? Ich bin mir sicher, hier gibt es eine friedliche Lösung. Okay, ich denke, wir können jetzt hier wieder mit dem Dämon kämpfen. Das heißt, auf und hoch und... Diesmal machen wir ein bisschen mehr damit, weil wir schneller gecheckt haben, dass wir hier hoch müssen. Aber immerhin macht er nicht so viel Schaden wie die Schattendinger. Ich glaube, das ist eigentlich okay, solange ich hier den Sachen ausweiche. Ich bin noch auf 42 Leben. Okay, wir machen effektiv wirklich keinen Schaden. Ich würde mich hier gerne... Gebt auf! Auch obwohl ihr diese Kräfte habt, könnt ihr mich nicht besiegen. Wir werden sehen. Ja, Max, wir werden sehen. Du bist hier auf, keine Ahnung, 20 Leben. Ich bin auch nicht viel höher. Stressig. Okay, okay. Aber kein Ding. Mit der Kraft der Freundschaft können wir ihn besiegen. Ich bin mir sicher. Ich wüsste nicht, wie das schiefgehen soll. Ich werde niemals das Geheimnis lüften, was im Keller war. Und das ist das Größte, was mich hier schmerzt. Ich wollte doch nur zu Hause den Keller auskundschaften. Und jetzt sind überall Dämonen. Und überall sind Sachen, die mich töten wollen. Und irgendwelche Schattenviecher. Meine ganzen Freunde sind tot. Keiner auf der Erde ist mehr ein Mensch. Also nicht, wie ich mir die 3 Tage sturmfrei vorgestellt habe. So viel will ich sagen. Das ist nicht richtig. Ich kann gegen Menschen nicht verlieren. Okay, Max macht hier wirklich ein... Oh mein Gott, hier verfolgen uns Dinge. Alles gut. Mich verfolgt hier, glaube ich, nicht wirklich was. Die verfolgen alle Max. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes. Sei jetzt mal dahingestellt. Aber solange Max hier überlebt, sehe ich kein Problem bei der Sache. Ich möchte gerne gegen den Dämon kämpfen. Nein, Max ist tot! Okay, das heißt, es ist nur noch... Es ist nur noch ein Mensch am Leben und das bin ich, okay? Ich muss hier irgendwie entkommen, ich muss dem Dämon Schaden machen. Ich mache so wenig Schaden alleine. Okay, realistisch gesehen, right? Muss ich da noch mindestens 4-mal hoch? Oh, verdammt. Nein, nein, nein. 20 Leben. Okay, Dämon.
Lass mich hoch. Oh Gott, nein, wir haben dem so wenig Damage gemacht. Okay, das... Ich muss noch mindestens dreimal hoch. Okay, Dämon. Nein! Wir haben verloren. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind an den Dämonen gestorben. Die ganze Welt ist kaputt. Tolle Zaubershow. Aber sind die Dinge nun einmal? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich denke, wir haben ja alle unser Bestes gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr neu hier seid, abonniert wie gesagt den Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Die kommen eigentlich jeden Tag, aber manchmal... Ich hab das nicht ganz, deswegen jeden zweiten Tag. Wie dem auch sei, sie kommen immer um 3 Uhr. Also falls ihr einfach um 3 nachschaut, dann ist meistens ein neues Video da. Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!